Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute geht's weiter. Letztes Mal haben wir Caesar Cypher uns angeguckt. Heute machen wir den ersten so richtigen Angriff und dazu passend die Verschlüsselung, diesmal andersrum. Also ich will euch quasi den Angriff vorstellen. Das ist die Häufigkeitsanalyse, damit ihr schon mal wisst, um was es geht. Und ja, die passende Verschlüsselung, die man damit super knacken kann, ist die monoalphabetische Ersetzung. Hört sich furchtbar kompliziert an, ist aber echt easy und die zeige ich euch natürlich. Ist relativ ähnlich wie die Caesar Cypher, ihr erinnert euch, wir shiften einfach bei der Caesar Cypher, sagen wir zum Beispiel n gleich 3 und shiften dann jeden Buchstaben im Alphabet, also A auf 3 Buchstaben weiter, also B, C, D. So, fertig. Und beim monoalphabetischen, bei der monoalphabetischen Ersetzung sagen wir, A wird zu zum Beispiel G, B wird zum Beispiel zu Z, was ich, und so weiter und so fort. C könnte zum Beispiel dann auf A gemappt werden und Z irgendwann mal auf B. Also es ist alles möglich. Wir können auch mal zum Beispiel einen Buchstabe F wieder auf F abbilden. Das geht genauso. Man kann also jeden Buchstaben auf einen anderen Buchstaben abbilden. Wichtig ist, dass wir niemals einen Buchstaben auf zwei Buchstaben abbilden können. Das heißt, wenn wir A auf G abbilden, dann können wir danach nicht mehr hingehen und sagen, Groß A, also für kleiner kann es was anderes geben, aber wir bilden Groß A immer noch auf noch ein zweites Mal auf zum Beispiel U ab. Das heißt, wenn wir hier zweimal einen Buchstaben stehen haben, also einmal bilden wir auf G ab und einmal auf U, dann ist es falsch, dann ist es nämlich nicht mehr entschlüsselbar. Das wäre schlecht für den Empfänger. Und das heißt, wir dürfen hier auf jeden Fall nur ein einziges Mal jeden Buchstaben verändern. Das zweite ist, wenn wir jetzt hier sagen, wir nehmen einfach das U und bilden es auf ebenfalls G ab, dann haben wir A auf G abgebildet und U haben wir auch auf G abgebildet. Das heißt, sowas wie Aua wäre dann verschlüsselt G, G, G. Das wäre auch ungünstig, weil es könnte genauso gut A, A rauskommen oder U, U, U rauskommen. Das funktioniert genauso wenig. Zum Beispiel davor, wo wir A auf U und A auf G abgebildet haben, da wäre dann A, 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 könnten wir schreiben als U, U, U. Oder, also zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe, A noch auf U abgebildet. Kleines Beispiel dazu, damit es besser eingänglich ist. Zum Beispiel könnten wir auch UGU abbilden oder auf GUU oder sowas. Das heißt, die Verschlüsselung hier sind mehrdeutig und deswegen geht diese Variante nicht und die Variante, die ich euch gerade gezeigt habe, die funktioniert auch nicht. Also wir können auch nicht zwei Buchstaben auf denselben im Endeffekt abbilden. Das heißt, immer schön schauen, dass ihr hier links immer nur einmal alles stehen habt und rechts auch jeden Buchstaben nur einmal. Ansonsten ist alles egal. Ihr könnt natürlich abwechseln zwischen kleinen Buchstaben und großen Buchstaben. Das heißt, ihr könnt ruhig noch ein zweites Mal ein A abbilden, wenn es ein kleines A ist. Das könnt ihr dann zum Beispiel auf U abbilden. Ist völlig egal. Ihr könnt auch mischen zwischen großen und kleinen Buchstaben. Alles gut. So. Und ja, wie geht man jetzt daran? Wie kann man das Ganze angreifen? Man macht eine sogenannte Häufigkeitsanalyse. Wir werden feststellen, im Deutschen kommen gewisse Buchstaben häufiger vor als andere. Das wäre dann zum Beispiel das E, was wir relativ häufig sehen. Ich mache das hier alles mal weg. So, also im Deutschen der häufigste Buchstabe, das nehmen wir einfach mal an, wir schreiben alles nur noch in groß. Also Cäsar schreibt mal wieder, greift die Gallier an. Und wir wollen einfach nur analysieren, weil das ein relativ langer Brief gewesen ist. Was ist da welcher Buchstabe? Sagen wir, E wird gemappt auf P oder sowas. Ja? Und wir wissen aber, dass E der häufigste Buchstabe ist, nämlich E hat eine Häufigkeit von 17,4% ungefähr im Deutschen. Das könnt ihr auf Wikipedia ganz easy nachlesen. Das bedeutet, dass ungefähr jeder fünfte Buchstabe im Deutschen ein E ist. Und ganz grob nur natürlich, also 20% wäre dann jeder fünfte Buchstabe, es ist ein bisschen weniger. Und das heißt, wenn wir so einen Text übersetzen, dann sehen wir, aha, hier ist ein E, das ist jetzt an der dritten Stelle, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, haben wir Pause, dann kommt wieder ein E, dann haben wir wieder ein paar Buchstaben Pause, hier haben wir wieder ein E. Und dann haben wir wieder drei Pause. Das heißt, ungefähr jeder fünfte Buchstabe ist in dem kurzen Text hier sogar schon ein E. Und wenn man natürlich dann einen relativ langen Text parat hat, also ein richtiges ausführliches Kriegsaufmarschgebot, was weiß ich, irgendwelche Formationen oder sowas, dann wird dann halt, wenn Cäsar tatsächlich dann Deutsch geschrieben haben sollte, wäre
Relativ häufig, also ziemlich genau diese 17,4%. Wir wissen, das zweite ist ein N. Das kann man, wie gesagt, alles auf Wikipedia nachlesen. Gut, Cäsar hatte kein Wiki, aber kann man auch damals schon ungefähr machen. Und dann geht es weiter mit I, S, R und so weiter und so fort. Also wir brauchen das jetzt nicht genau machen. Aber wir wissen ungefähr, je häufiger ein Buchstabe ist, der häufigste wird wahrscheinlich das E sein. Also wäre jedes P, was wir in dem Text finden, wäre dann vermutlich ein E. Und da gibt es noch ganz wenig Möglichkeiten, die wir da irgendwie wieder finden. Was ihr machen könnt, ist dann einfach die Buchstaben zählen, die ihr habt. Also sagen wir mal, wir haben einen Text mit A, B, B, R, keine Ahnung, das. Wobei, machen wir es doch direkt richtig. Also ich habe euch hier mal einen kleinen Text mitgebracht. Mal gucken. So, das hier ist so ein Originaltext verschlüsselt. Und wir können jetzt hergehen einfach und die Buchstaben tatsächlich zählen. Also das A kommt hier so und so oft vor, das B kommt so und so oft vor und so weiter und so fort, ja. Das heißt, wir gehen her und zählen wirklich jeden Buchstaben. Ich lasse euch mal kurz hier diesen Text angucken. Ihr könnt mich natürlich währenddessen pausieren, wenn ihr die ganze Sache selber machen wollt. So, ich scroll wieder ein bisschen tiefer. Und dann nochmal ein Stückchen. Also wie gesagt, einfach immer pausieren und dann... wir sehen auch, das Wort AOL kommt sehr, sehr häufig vor. Das soll übrigens keine Schleichwerbung sein. Der Text ist nicht mal von mir. So. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr den ganzen Text hier jetzt abschreiben und könnt dann weitergucken. Wir sind hier allerdings jetzt im Englischen und nicht mehr im Deutschen. Das heißt, wir haben eine klein bisschen andere Häufigkeitsverteilung, kann man aber auch alles googeln. Und ja, wir können jetzt einfach sagen, wir zählen alle Buchstaben. Dann würden wir das A zählen, wir würden bis zum Z zählen. Also wir wissen ja, jeder Buchstabe wird nur auf einen anderen gemappt. Und was dabei rauskommt, Achtung jetzt, wenn ihr mich jetzt pausiert, dann habt ihr noch die Chance, das selber zu machen, jetzt nicht mehr. Wir haben hier diese Häufigkeitsverteilung, die habe ich jetzt einfach mal ganz frech kopiert, von A bis Z durch. Und wir haben 133 mal A, das ist das zweithäufigste, und wir haben vor allem 200 mal das L. Das ist jetzt ein bisschen, ich mache das mal hier kleiner, damit wir es auch sehen können. Na, immer noch zu groß. So, Schriftgröße 6 sollte ich mir merken. So, okay, jetzt haben wir es ganz grob. Hier vielleicht noch ein bisschen Platz reinhauen. So, also wir sehen, das L ist es bei weitem das häufigste mit 200. Und im Englischen ist die Häufigkeitsverteilung gar nicht so anders wie im Deutschen. Das bedeutet, L ist höchstwahrscheinlich E. Also sagen wir ganz easy, okay, L gleich E. So, jetzt gucken wir uns mal diesen Text hier an. Dieses AOL hier, naja, das ist so häufig drin. Das häufigste Wort im Englischen ist the. Und wenn wir dann sagen, the ist extrem häufig, dann können wir auch raten, dass AOL das Wort the ist. Also sagen wir, wir haben hier ein A, was dann ungefähr dem T entspricht, weil A-O-L-T-H-E. Also ich schreibe es nur kurz hin. A-O-L gleich T-H-E. Das heißt, wir wissen, dass es A. Hier das T ist, ich weiß, das ist ein bisschen klein gerade, aber ich glaube, ihr könnt es trotzdem noch lesen. T-H-E und wir wissen, dass O dann das H ist, hier. Ups, ja da, gut, da muss ich hin. Okay, H und wir wissen, dass das, ups, das L, wissen wir, dass es das E ist. So, und so kann man jetzt weitermachen. Jetzt können wir hier das The ersetzen und überall im Text können wir dann die Vorkommen von A, O und L ersetzen und so weiter. Das ist ein sehr langer Text. Und wir können dann einfach weiterschauen mit der Häufigkeitsverteilung. Was ist denn der seltenste Buchstabe? Hier, Q kommt nicht einmal vor. Also was ist Q wahrscheinlich für ein Buchstabe? G kommt auch nicht einmal vor. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel X oder Q. Die kommen sehr, sehr selten vor. Genau, und so könnt ihr da einfach mal durchgehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das alles übersetzen. Also wirklich von Hand ausprobieren, was ihr da so findet. Ich mache hier gerade nochmal den ganzen Text ein bisschen kleiner, dann habt ihr es vielleicht leichter. Und dann präsentiere ich euch einfach mal kurz die Übersetzung. Das heißt, wenn ihr mich irgendwie pausieren wollt, dann wäre das jetzt eure allerletzte Chance, glaube ich. Wobei 5 ist vielleicht ein bisschen zu klein, machen wir es mal auf 8. So, jetzt habt ihr einmal den ganzen Text hier, einfach mal pausieren und übersetzen. Und jetzt kopiere ich euch mal die Lösung. An der Stelle danke an die Uni in Virginia. So, das ist die Übersetzung, so, und
Ja, der Key, der dann benutzt wurde, ist folgender. Den werde ich euch auch mal hier reinkopieren. Das hier ist der Key. Also A wurde auf T gemappt, B auf U und so weiter. Und andersrum, T wurde auf A gemappt und so weiter und so fort. Okay, gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr hattet auch ein bisschen Praxisspaß dabei. Und ja, habt euren ersten Code gebrochen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und dann geht's um den Visionär-Chiffre. Hört sich ziemlich komisch an, ist aber ziemlich cool eigentlich. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.